Zu den Wahlen am 18. März war es so, wir haben natürlich Plakate mitgeklebt und sind auch mit zu Veranstaltungen gegangen. Aber da gab es schon was, was mich gestört hat damals. Also ich spreche immer von damals. Und zwar gab es ein Plakat, das hieß nicht links, nicht rechts, geradeaus nach Europa. Das war ein Plakat des Bündnis 90 und daran haben wir uns tierisch gestoßen, weil wir haben uns nämlich als links empfunden. Also wir wollten eigentlich auch den Weg der Erneuerung eigentlich, ja, mit ein bisschen Sozialismus, ein bisschen Kapital, kann man heute so sagen. Es ist sehr, ja, und an dem Abend des 18. März haben wir natürlich eine Wahlparty gemacht und saßen eben auch alle vom Fernseher, auch wieder in diesem Reformhaus in der Oderberger Straße. Und dann kam das Ergebnis. Und das war eigentlich so niederschmetternd, dass man erstmal gar nicht wusste, was man sagen soll. Aber damals waren wir doch noch sehr jung und haben eigentlich auch gedacht, okay, der Kampf geht einfach woanders weiter. Und haben dann trotzdem noch Party gemacht. Also so war es. Und dann habe ich mich entschlossen, zu den Kommunalwahlen anzutreten, als Bezirksverordnete. Das war ja dann kein Bündnis 90, sondern das war eine Liste, da war sozusagen Neues Forum, Unabhängiger Frauenverband, Demokratie jetzt, also alle Gruppierungen drauf. Und wir haben damals auch ein fulminantes Ergebnis gekriegt. Also wir haben im Prenzlauer Berg 22% gehabt, also fast so viel, wie die hätten fast die Bürgermeisterin gestellt. Und ja, und das war einfach toll. Und das war ja sowieso eine Zeit, also von 1990 bis, also von Maueröffnung, für mich war das eigentlich so bis 92, 93, wo eigentlich alles noch möglich war. Ne? Ich bin dann auch gewählt worden in diese Bezirksverordnetenversammlung, habe ich immer großen Wert drauf gelegt, immer unter dem neuen Forum, also es stand immer auf meinem Platz, haben uns aber mit den anderen total gut verstanden, auch logischerweise. Und wir haben so viel durchgedrückt damals, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Den Mauerpark wird es nicht ohne uns geben. Wir haben dafür gesorgt, also haben mitgemacht dabei, dass die besetzten Häuser legalisiert wurden. Es gab bei uns eben nicht so was wie im Friedrichshain, dass es zu so einer Eskalation kam. Wir haben runde Tische organisiert, eben auch gemeinsam mit Kirchenvertretern dazu, aber auch zu anderen Dingen. Ne? Und das war wirklich, ja, das war eine super, super schöne Zeit.